Hey, das hört sich vielleicht blöd an, aber wie kann ich als Anfänger in Immobilien investieren? Sehr gute Frage. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, wie du in Immobilien investieren kannst. Die eine Möglichkeit ist, du kaufst irgendeine Bruchbude zu einem günstigen Preis, renovierst sie, machst sie zu einer modernen, schönen Wohnung oder zu einem schönen Haus und verkaufst sie dann teurer. Das nennt sich Fix and Flip. Boah, das hört sich ja nach viel Arbeit an. Die nächste Möglichkeit ist klassisches Buy and Hold. Du kaufst eine Immobilie und vermietest sie weiter und durch die laufenden Mieterträge zahlen die Mieter für dich das Haus ab. Okay, das könnte vielleicht etwas für mich sein. Aber was ist, wenn ich nicht so einen hohen Aufwand betreiben will? Na, dann hast du die Möglichkeit, mit geringeren Beiträgen in einen Immobilienfonds, also in REITs, zu investieren. Zum einen trägst du nicht die Kosten und den Stress für Instandhaltung. Zum anderen investierst du nicht nur in eine Immobilie, sondern kannst das Risiko über 100 Immobilien streuen. Und als drittes ist der Einstieg deutlich einfacher, weil du mit geringen Beiträgen anfangen kannst. Wow, ich will mich auch so gut auskennen wie du. Wo weißt du das alles? Na, ganz einfach, ich folge Teaching Finance. Bei ihnen gibt es tägliches Finanz- und Investmentwissen.